Das Belikon, für die Zuschauer, die es noch nicht kennen, das ist ja, ja so eine Art Trampolin. Aber was ist jetzt der Unterschied zu einem herkömmlichen Trampolin? Also man kennt sie ja von den größeren, wo die Kinder so gern drauf rumspringen. So, und dann kommt dieser Umkehrpunkt. Und dieser Schwerkraftwechsel, dieses von ganz weich bis ganz fest, das macht unserem Körper sehr, sehr viel an Aktivität. Das heißt, der Stoffwechsel wird nachhaltig gesteigert. Die Muskelpumpe wird immer aktiviert, die Lymphe werden beschleunigt. Das heißt, es fangen ganz viele Systeme an, gleichzeitig zu arbeiten. Wie bei einer Hängematte, wenn man so schwingt, ja, sich hin und her wiegt, bei einer Wiege. Das kennen wir schon von unserer, wo wir Säugling waren. Ja, wir wurden gewogen. Ja, das kennen wir. Das bleibt auch zeitlebens in uns, das Gefühl der Geborgenheit, des Schwingens. Und das bleibt bis ins hohe Alter. Und dann, wenn wir jetzt noch ins weiche Schwingen kommen, dann fühlt es einfach sehr, sehr gut für uns. Wenn Sie sagen, dosiert einsetzen, wie oft am Tag darf ich es nutzen? Genau, je nachdem, wie lange ich drauf bleibe. Ja. Okay. Also, wenn ich jetzt eine halbe Stunde trainiere, dann reicht den Pfeil am Tag vollkommen aus. Ich kann aber auch, und das empfehle ich eigentlich auch, lieber 5 Minuten. Ja, 5 Minuten bis 3, 4 Mal am Tag. Ja. Zwischendurch mal, einen Tag mal nur 5 Minuten, beim nächsten Tag mal Viertelstunde. Zweimal, also nur je nachdem, welches Trainingsziel man hat. Also zweimal mindestens in der Woche drauf. Viele Infos, liebe Zuschauer. Ihr habt jetzt eine weitere Methode an der Hand, wie ihr ja, euch mit wenig Aufwand eigentlich wirklich ganzheitlich in die Balance bringt, ganzheitlich die Gesundheit unterstützt und fördert.